So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video mit einem wahnsinnskrassen Titel und ich denke, ihr werdet das vielleicht in der Presse schon mitbekommen haben, wenn meine Telegram-Gruppe Olli-Net da gerne mal folgen. Habe ich das Ganze vor einigen Tagen ja auch schon gepostet. Leipzig prüft wahrhaft eine CO2-Steuer für Hunde. Ihr habt richtig gehört und es auch bestimmt richtig verstanden. Das ist keine Scherzmeldung. Wir haben heute nicht den 1. April. Das ist Fakt. Ernsthaft. Es geht darum, dass ein durchschnittlicher Hund, das wurde jetzt hier so festgestellt, dass von der Technischen Universität Berlin, dass ein Hund pro seinem gesamten Leben 8,2 Tonnen CO2 ausstößt, also ca. 630 Kilogramm pro Jahr. Und das wird dann auch verglichen mit einem Auto. Das sind ca. 40% Emissionen eines Benzin-PKWs bei 5 Liter Verbrauch und bei 11.800 Kilometer Laufleistung. Also, Leute, wa was passiert hier zur Hölle? Zitat von der Bild: Das Rathaus in seiner Stellungnahme dazu, man werde alle kommunalen Angaben und Steuern im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf das Klima analysieren. Dabei wird berechnet, um wie viel teurer die Hundesteuer würde, wenn man das vom Hund verursachte CO2 mitberechnet. Anschließend will das Finanzdezernat Vorschläge bringen, welche Erhöhungen denkbar wären. Hier geht es einfach nur um das. Nur Hand aufhalten. Weil wenn ich doch jetzt mehr Geld bezahle für meine Hundesteuer, anstatt, die liegt aktuell bei 96 Euro pro Jahr, was schon eine Frechheit ist, weil es stehen doch mittlerweile hier die Tüten rum oder man nimmt eine Tüte von zu Hause mit und wenn der Hund halt einen Haufen hinlegt, dann machst du es halt weg. Was ist denn jetzt der Grund, warum ich hier eine Hundesteuer habe? Und je nachdem. Ich bin im Hundegame nicht so stark drin, aber ich weiß das von Bekannten von mir. Je nachdem, wo du wohnst, wird das ja auch anders geregelt, weil das Sache der Stadt oder auch Kommune ist oder Kreises und so weiter, Gemeinde, je nachdem, wo ihr da wohnt. Und der hat einen Hund gehabt, hat sich noch einen zweiten geholt und der erste Hund wurde dadurch teurer und der zweite hat dann auch nochmal einen Betrag gekostet. Ich weiß nicht, ob das deutschlandweit so ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß, einige von euch haben Tiere und dann noch Hunde. Er sagte immer so schön dabei, der erste Hund scheißt deswegen doch nicht mehr, weil ein zweiter Hund dabei ist. Also das passt doch hinten und vorne einfach nicht. Aber hier hat sich, wie ich finde, dann auch der Finanzdezernent passend geäußert, um was es hier geht. Es geht nämlich nur um Kohle, weil nochmal, wenn ich jetzt mehr Geld bezahle für eine Hundesteuer, wird es nicht weniger CO2-Ausstoß geben. Nein, es würden vielleicht weniger Hunde geben. Das ist zwar die Folge dann daraus, dass dadurch weniger kommen, aber Sie sehen ja hier auch eine Gefahr. Zitat, wie die Bild schreibt, das Finanzdezernat gab aber zu bedenken, dass die Steuer, 96 Euro pro Jahr, nicht unermesslich steigen darf. Sonst würden Hunde abgeschafft, was zu sinkenden Einnahmen derzeit 2 Millionen Euro jährlich führen würde. Da sieht man einfach, wo der Hase langläuft, in diesem Fall der Hund. Es geht nur um die Kohlen. Immer was ist mit den Kohlen? Leute, das ist doch absolut lächerlich. Und ich habe mit einem Freund von mir in jugendlichen Jahren auch immer so darüber philosophiert, wir bräuchten mal ein geiles Produkt, was jeder Mensch braucht. Und dann sagten wir so, er würde das Patent auf Wasser haben. Und dann meinte ich nur, das, was die Menschen noch mehr brauchen, wäre Luft. Ich bräuchte das Patent auf Luft. Und im Endeffekt wäre es das doch hier. Und wir haben es ja faktisch auch schon. Wir haben ja schon eine CO2-Steuer. Wir werden ja schon dafür bestraft, dass wir CO2 ausstoßen. Sei es, weil wir heizen, sei es, weil wir mit dem Auto fahren und dadurch was passiert. Oder auch andere Bereiche in unserem Leben und wir zahlen dafür. Und kein Aufschrei ist vorhanden. Schreibt mir eure Meinungen rein, bin sehr gespannt drauf und ciao.